Und da sind wir auch schon wieder. Diesmal wieder mit normalem Texturenpack. Nein. Gut. Lalala, Pony. So, gut. Ja. Seht ihr, so ist es auch. Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Sommerfield sieht es halt nochmal wesentlich hübscher aus. Aber so geht's auch. Die Sache ist, es wirkt so halt dunkler alles. Also, es fühlt sich jetzt für mich an, wie jetzt, wenn ich im Bildschirm die Helligkeit runtergedreht hätte. Weil die Farben halt alle ungefähr gleich, aber jeweils immer mächtig dunkler sind. Ist schon ein bisschen seltsam. Naja, was soll's. Gut. Genau. So, jetzt gucken wir noch mal nach Brick. Und gucken mal. Siehst du? So sieht es nämlich schon nicht mehr so schön aus. Und genau das wollte ich nämlich vermeiden. Weil bei Summerfield, da sieht diese Textur unglaublich schön aus. Da hätten wir das gesamte Haus damit abgekleidet. Und dann hätten wir irgendwann wieder mit den Normaltexturen gespielt und dann wäre es absolut grottenschlecht gewesen. Deswegen gucken wir lieber so nach einer ordentlichen Textur. Die Sache ist, diese Textur ist mir persönlich zu kräftig. Das sieht scheiße aus. Wir brauchen also irgendwas, was so ein bisschen hier Kontrast hierzu hat, aber halt immer noch gut aussieht von der Farbe her. Ich hätte so gerne einen Rotton, aber das ist mir zu kräftig und das ist mir zu blass. Das heißt, wir haben wahrscheinlich die Arschkarte, ja. Mehr Texturen gibt es nämlich gar nicht. Das ist scheiße. Das ist richtig Mist. Oder wir sagen Fox the Police und bauen das gesamte Haus aus Koppel. Nee. Nee, nee. Da fehlt denn hier zu unten der Kontrast. Wir brauchen also irgendwas Farbiges. Diamantenblöcke. Hartholz. Ich würde aber gerne, also ungern aus Holz machen. Ich hätte schon irgendwie was in Richtung Beton oder Gestein oder sowas. Kaktusziegel. Wäre eine Idee. Aber nein, nein, nein. Da bin ich eher Hefe Honig. Witzig. Das hier. Dessert Cobblestone. Hä, war das nicht das, was wir am Anfang hatten? Moment mal. Hä? Was? Ach so, da hatten wir nach Bricks gesucht. Ah. Okay, okay. Ja, das ist natürlich. Das wäre natürlich eine Option, dass wir sagen, das Ding hier, weil das sieht von der Textur her wiederum schick aus. Nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, aber wir können es schon mal im Hinterkopf behalten. Denn damit würde ich tatsächlich d'accord gehen. Das denn? Wow. Wüstensteinfalle? 12 Desert Stone. Macht das hier irgendwas Besonderes oder was? Hm. Das sieht schon besser aus.
Ah, gut. Okay, dann gucken wir nochmal nach. Da. Also wie gesagt, das hier im Hinterkopf behalten, das sieht gut aus. Aber ich würde nochmal weiter gucken, ob es hier noch mehr gibt. Eine ernstzunehmende Alternative wäre zum Beispiel ein Haus aus Goldblöcken oder Diablöcken. Spaß. Okay. Ein gesamtes Haus aus Glas ist natürlich auch nicht möglich. Das werden wir als Beleuchtung benutzen, nur da brauchen wir erstmal sehr viel Mese. Bis dahin wird es noch eine Weile dauern, schätze ich mir einfach mal. So, alternativ, ja, wie gesagt, Holz würde ich nicht benutzen. Ansonsten von der Farbe her wäre das hier natürlich auch noch geil. Aber wie gesagt, ich will kein Holzhaus bauen. Das möchte ich einfach vermeiden. Wie gesagt, das hier sieht von der Textur her, also von der Struktur der Textur ultra scheiße aus. Also sieht nicht scheiße aus, aber passt jetzt hier zu dem Gebäude halt. Das würde absolut kacke aussehen. Das würde nichts bringen. Ein Haus aus Obsidian? Nö, würde aussehen wie so ein Panzergebäude. Gut, ich glaube mal, wir bleiben tatsächlich bei dem Desert Stone, also bei dem Ding hier. Das sieht hier tatsächlich am vielversprechendsten aus. Okay, gut, machen wir. Das heißt, wir brauchen eine Spitzhacke, wir brauchen mehrere Spitzhacken, Proviant. Und dann heißt es mal wieder Wüste suchen gehen. Yay, woo. So, du kommst rein. Oha. Na gut, okay. So, was? Nein. Wir brauchen Stöcker, damit wir uns noch weitere Spitzhacken bauen können. Apropos, ist mein Inventar leer? Ja, sehr schön. So, dann brauchen wir jetzt noch Proviant. Da wäre eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit wäre. Genau. Siehst du, ich wollte uns noch ein Schnellbrett machen. Ich nehme ein paar Karotten mit und ein paar Gurken. Oder lieber nicht. Oder doch, klar, doch. Jetzt bin ich. Ey, jetzt mal. Ach komm, wie heißt du denn? Gurke. Fuck my life. Hauptmenü, Einstellungen, alle Einstellungen. Oh, Alter. Show das mit. Nein. Suchen. Nahren. Suchen. Hä? Wo war denn das? Man konnte doch irgendwo sagen, dass man immer diese Item-Strings angezeigt haben möchte. Ob der Client die Information sein hat, hat dieselbe Wirkung wie das Drücken von der 5. Ja, nee. Wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich was ganz anderes. Und zwar Grafik, Spiel, erweitert. Scheiße. Vielleicht so. Ja.
Fuck my life. Ich wusste, dass das irgendwo mal geht. Mal ging. Aber ich habe absolut keinen Plan mehr vor. Client. Erweitert. Nein. Nein. Dann doch Grafik. Spiel. Grundlegend. Nein. Erweitert. Pause, Display, Light, Texture, Video, Cloud, Radio, Strategie, Konsole, Alpha, Formswift, Selection, Quest, Cross, Enable, Mesh, Cache, Enable, Mindmap, Fork, über die Strategie, Show, Entity. Menüs. Menü, GUI, Scale, Tooltip, Show, Pend, Item. Gegenstand, Name und Total. War das das hier? Ich dachte, das war wissenschaftlerisch. Könnte aber das gewesen sein, tatsächlich. Guck ich mal ganz kurz. War das das? Wenn es das ist, werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Ah, genau das da. Dieses eckige Klammer, Farming Doppelpunkt, Doppelpunkt Concumber. Das meinte ich. Okay, jetzt können wir nämlich genau danach suchen. Concumber. Ah, genau. Hier war das also doch mit diesem gebratenen. Okay. Das war nämlich genau das, worüber wir letztens bei dem Mind-Test, bei dem Mind-Clone-Let's Play gesprochen hatten. Das heißt, hier auf dem Server macht es tatsächlich Sinn, die Gurken aufzuheben. Dann tun wir das am besten auch mal und nehmen stattdessen irgendwas anderes mit. Haben wir Brot? Nee, ne? Komm, wisst ihr, was nehme ich einfach mal hier ein paar bisschen noch, aber war auch scheiße mit. Ich glaube mal, daraus kann man nicht allzu viel machen. Naja, Kuchen. Da bräuchte ich erstmal Zucker. Das wird also ewig dauern, bis wir die machen können. Gut, das heißt, ja, klar. Das ist vielleicht eine Idee, aber da brauche ich nur auch erstmal Werkzeug. Gut, das heißt, das nehmen wir als Verpflegung mit. Da gehe ich erstmal d'accord. Dann brauchen wir auf jeden Fall Fackeln. Wäre sinnvoll, falls wir bei Minen reingehen. Wir brauchen noch ein paar mehr Fackeln. Ey, das ist ja echt ein Albtraum. Und ansonsten war es das eigentlich, soweit es geht. Gut, komm, ganz ehrlich, die Äpfel nehme ich auch noch mit. Bam. Für die brauchen wir eigentlich gar nichts. Nö. Was ich aber nochmal mache, ist das hier rausholen. Und das gleich mal hier mit in die Kiste schmeißen. So, easy. Wisst ihr was? Wenn wir schon mal dabei sind. So. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zu einer Wüste. Die Frage ist, wo könnte hier eine Wüste sein? Ich meine, da ist zwar viel Zuckersand, aber keine Wüste. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Von daher gehen wir einfach mal in... Oh Gott, Kakao ist ja auch schon wieder komplett gewachsen. Ibims, ein Rettungsschwimmer. Wir gehen Cookies. Was? Was? Oh, ja, sorry. Cookie wird da mit Doppel-O geschrieben. Ich schon wieder. Alles gut. Okay, wir brauchen also normales Weizen wahrscheinlich. Das ist natürlich ein bisschen hässlich. So, kann man daraus noch was machen? Wir gehen mal geradeaus. Ja, okay, klar. Brauner Farbstoff.
Tafel Zartbitterschokolade könnten wir direkt daraus machen. Oh, das ist natürlich lecker. Alter, das ist geil. Also im echten jetzt, Kakao und Orange. Beste Kombi ever. Ohne Scheiß. Achso, gibt es bloß die beiden. Na gut. Wie teuer ist das Ding? Ach, man kann dafür auch Honig benutzen. Lol. Das ist geil. Da können wir quasi unseren eigenen gesunden Süßstoff benutzen. Können wir quasi alles mit Honig süßen. Voll, ne? So ein Donut, der aus keinem Zucker besteht, sondern dafür auch Honig benutzt, ist natürlich wesentlich gesünder. Cool. Können wir sogar gesundheitsverträgliche Donuts herstellen. Gefällt mir. Gut, aber jetzt erstmal einfach, weil ich gerade Bock drauf habe. Mal gucken, wie sättigend das ist. Ne? Oh, ich habe noch einmal. Aber das packe ich mal sicher, das habe ich hier hinten irgendwie hin, als stille Reserve. Okay, ja, und dann heißt es jetzt irgendwo Wüste suchen. Ich sag mal so, in die Richtung ist das, Dschungel. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass in die Richtung auch Wüste sein wird. Von daher wäre es am sinnvollsten, genau in die andere Himmelsrichtung zu gehen. Das heißt, da ist unser Haus, da ist der Spawn, da ist überall Wald, da ist der Dschungel. Wir werden also einmal genau in diese Richtung gehen, übers Wasser. Dann wäre es aber sinnvoll, uns ein Boot zu craften. Für diese doch eher weite Strecke, wie es aussieht. Wir brauchen nur dreimal. Alalala. Ups. Never mind. Volle Fahrt voraus. Gut, dann machen wir das für möglichst schnell offen. Ja. Ne? Wisst ihr schon. Wir können auch nochmal in die Höhle reingehen. Wir gucken mal, ob wir ein bisschen mehr Eisen finden. Das wäre natürlich auch ganz geil. Aber jetzt primär gehe ich erstmal. Nein, ich habe gerade den Schraubendreher statt die Spitzhacke eingepackt. Du willst mich doch verarschen. Wie kann man denn statt einer Spitzhacke einen Schraubendreher einpacken? Oh, das ist armselig. Oh, das ist armselig. Das ist das, genau das. So muss es sein. Das ist grottenschlecht. War das klar oder war das klar? Weg mit dir. Wo ist die Spitzhacke da? Da kriegst du ja einen Rappel. Kriegst du da. Ja, komm. Ah, los, fahr los. Hütchen. Was wir machen können, ist das hier gleich mal. Haben wir gleich mal ein paar Fackeln. Sehr schön. Ach, guck. So, easy. Okay. Ja, Sand. Oh, aber keine Wüste. Schade. Ach, wäre auch zu viel verlangt gewesen. Andererseits, vielleicht ist ja unter dem Sand direkt Sandstein. Ne, normaler Stein.
Tschüss. Gut, wir müssen mal gucken. Also wir fahren jetzt quasi. Gehen die Wolken. Guck ich gerade. Ja doch, genau, ja. Klar, genau, gehen die Wolken. Manchmal denkst du auch echt, du bist so ein bisschen so total hängen geblieben. Warum stockert das Schiff hier so? Vor allem Schiff, ne? Ey, mein Kreuzfahrtdampfer. Wenn ich mal sagen, genau, auf los geht's los. Sei, dass das Boot jetzt gerade hier total laggt. Ach, komm her damit. Schwimmen wir halt. Sind zwar schneller. Ach, wohl das Teil der Welt noch gar nicht generiert ist, klar. Hier waren wir ja noch nie. Mein Laptop ist nämlich gerade bei 100% Auslastung. Also 50% Auslastung ist ja zwei Kerner. Aber der eine Kern, der ist bei 100% Auslastung. So, das sieht doch interessant aus. Das sieht doch aus wie eine kleine schicke Wüste. So, das Problem ist, bei dem Sand hier gibt es kein Stone. Genau, hier ist normaler Stein. Oh, das ist hier auch direkt normaler Stein. Wir bräuchten eine rote Wüste. Ja, hier ist Sandstein, aber die falsche Farbe. Und was wir brauchen, ist halt die Searchstein. Oh, schicke Höhle. Na gut, gucken wir mal später. Ah, Dessert. Das wird wahrscheinlich doch eine etwas schwierigere Aktion. Jutchen. Wow. Oh Gott. Ah, da kommt schon wieder Grünzeug. Also wenn wir da auf jeden Fall keine Wüste finden. Ach Gott. Ja, ich nehme plötzlich ein paar Gräser mit, weil ich hoffe, dass wir dabei noch ein bisschen Samen für Weizen noch zu finden. Okay, hier sieht es aus wie richtig harte Vegetation. Wow, Alter. Da gehen wir mal kurz ans andere Ufer. Bären! Da gibt's Bären! Ja, hole ich die. Das haben wir ja bereits. Aha. So, dann gehen wir mal wieder Richtung Wüste. Da hinten ist überall bepflanzt. Oh, unsere Sättigung geht langsam runter. Okay, das bringt 3. Da war es für ein Lag. Oh, dann ist auch begrünt überall. Fuck.
Vier sind am Arsch. Tja, das war's wohl mit unserer Wüste. Das hier ist alles andere als eine Wüste. Das ist vielleicht eine kleine Oase oder sowas. Aber mehr auch nicht. Das ist ja jetzt echt ein bisschen traurig. Ah, so viel zu dem Thema. Gut, das heißt, wir werden dem Flussverlauf weiter folgen. Gegen die Wolken, das heißt in die Richtung, genau. Ja, dann werden wir mal gucken, wenn wir mal diese Grünsteppe da hinten überqueren. Dann mal gucken, ob wir weiter weg, denn später irgendwie mal eine Wüste finden. Ah ja, vielleicht finden wir dabei wenigstens noch ein paar Pflanzen, die wir noch nicht haben. Kann ja sein. Weiß man ja nicht. Das hier zum Beispiel. Wenn wir ganz viel Glück haben, finde ich vielleicht sogar ein paar Kartoffeln. Das wäre natürlich herzallerliebst. So, erstmal direkt die Zwiebeln nach oben. Die Story mit den Zwiebeln, also mein alter Ausbildungskollege, da habe ich euch ja schon erklärt, ne? Der da die Zwiebeln so gegessen hat. Dem werden wir jetzt gleich tun. So, die Karotte packe ich auch mal weg. Gräser packe ich weg, das Boot packe ich hier oben hin. So. Tja. Dann heißt es wohl also ganz lange Wüste suchen. Der einzige Trost ist, dass wir dabei vielleicht noch ein paar neue Pflanzen finden. Holy moly, Alter, das gibt's ja gar nicht. Gut, ich glaube, wir machen an der Stelle auch erstmal Folgenende. Oui. Oh ja, sieht gut aus. Der perfekte Ort zum Feierabend machen. Ja, in dem Sinne, schauen wir vor.